Naja, für die SPD ist es eine verheerende Niederlage. Das zeigt sich an Details. Sie verliert zum Beispiel mehr als ein Drittel ihrer Sitze im Parlament. Und damit ist sie eine Oppositionspartei und noch nicht einmal eine besonders starke. Das ist ja das schlechteste Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg für die Sozialdemokraten. Und die werden einige Zeit brauchen, mit diesem Ergebnis fertig zu werden. Was die Außenpolitik angeht, glaube ich, wird sich so viel nicht ändern. Zum Beispiel der deutsche Kurs in Afghanistan. Da waren auch bisher schon die Parteien nicht so weit auseinander. Und da braucht man, glaube ich, nicht zu befürchten, dass Deutschland da eine Kurskorrektur vornehmen wird. Die Regierung geht ja jetzt zu Ende. Und es geht eine neue Regierung ins Amt. Und ich habe gar keinen Zweifel daran, dass Union... Nun ist die Chance gegeben, dass in der Opposition sich auch die kleinen Parteien verbrüdern und verbünden werden. Und das ist natürlich auch für die Demokratie insgesamt gut, wenn sozusagen eine starke Opposition da ist, die wir bisher nicht hatten, weil sie alle unterschiedlicher Meinung waren in der Opposition und eine klare Regierung hat. Also insofern ist das jetzt für die Demokratie tatsächlich ein besseres Ergebnis. Wieso machst du das nicht?